Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir heute mal den Landwirtschaftssimulator bzw. den Farming Simulator 19. Das Spiel wollte ich schon ewig mal als Let's Play machen. Ich hoffe, jetzt klappt es heute endlich mal und dass mein Mann nicht gleich wieder nach Hause kommt, weil dann kann ich nicht weiter aufnehmen, weil ich mir da bescheuert vorkomme. Der Witz dabei ist, dass ich jetzt noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit dem Farming Simulator habe. Also wie man hier sieht, auf dem Spielstand habe ich so um die 7-8 Stunden gespielt und auf der Nintendo Switch habe ich so 15 Stunden ungefähr gespielt. Also das klingt vielleicht erstmal viel für den einen oder anderen, aber um den Landwirtschaftssimulator komplett verstehen zu können, müsste man wirklich einen 4-wöchigen Kurs an der Volkshochschule belegen, weil das Spiel ist wirklich so kompliziert teilweise. Also es ist halt, es ist einfach sehr, sehr nah an der Realität und du musst die ganzen Geräte erstmal kennenlernen und überhaupt, wie man das alles macht und was man da überhaupt alles machen muss und so. Und wenn du halt so gar keine Ahnung von Landwirtschaft hast, so wie ich eben, dann ist es halt schwierig, ja. Und das Problem an dem Landwirtschaftssimulator ist auch immer, du wirst da einfach reingeschmissen irgendwie. Es gibt kein richtiges Tutorial, beziehungsweise die sagen dir nur so, ja, du musst das Feld erst pflügen und dann säen, dann kannst du es düngern und dann kannst du es ernten. So quasi machen die das. Aber wie das jetzt alles geht und dann gehst du zum Beispiel in den Store und hast da irgendwie 80 Millionen verschiedene Traktoren und du denkst natürlich, ja, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen den ganzen Traktoren? Und deswegen, also man fühlt sich schon so ein bisschen verloren am Anfang. Aber gut, wir werden schon alles hinkriegen. So, und ich möchte jetzt nämlich hier als Farmmanager starten. Das bedeutet, wir haben noch keinen Hof quasi. Also wir müssen uns jetzt echt von Grund auf alles kaufen. Davor habe ich nämlich als neuer Farmer gestartet. Und auch auf der Switch ist es so, dass man schon die wichtigsten Geräte hat und man hat schon zwei Felder und einen Hof eben. Und hier, da hast du jetzt einfach ein Budget von ungefähr 1 Million Euro. Und da musst du eben von null an alles selber kaufen. Und ja, das will ich jetzt im Rahmen dieses Let's Plays mal machen. Und wir starten auf dieser Karte hier, Felsbrunnen. Der Charakter, den lasse ich so, wie er ist. Den habe ich schon vorgefertigt. So. Okay. Du hast genügend Geld, um deinen Traum vom eigenen Bauernhof zu verwirklichen. Worauf wirst du dich spezialisieren? Ackerbau, die Zucht von Nutztieren, Forstwirtschaft oder doch von allem etwas? Die Entscheidung steht dir völlig frei. Zuerst musst du aber etwas Land, Gebäude und notwendige Werkzeuge und Maschinen kaufen. Danach kannst du deine Erzeugnisse verkaufen und den Bauernhof erweitern. Okay. Und auf dieser Karte hier ist das tatsächlich schon alles, was wir an Tutorial bekommen. Also jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Wenn wir als Anfänger starten, dann ist es also auf einfach quasi, dann bekommst du noch, wie gesagt, ein bisschen was gesagt, aber auch nicht sonderlich viel. Okay, wir haben jetzt noch überhaupt gar nichts und dieses große Stück Betonboden müssen wir uns jetzt erstmal kaufen. Das machen wir in den Optionen. So, das hier ist die ganze Karte und alles, was wir uns quasi kaufen könnten. Hier oben geht es noch weiter. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn wir uns jetzt erstmal hier das hier kaufen. Man könnte jetzt auch gleich sich hier Feld 13 kaufen. Aber das wäre ja sinnlos und vor allem auch ein bisschen teuer. Das hier kostet 304.000. Und dieses Stück hier, da ist dann gleich noch das Feld 20 oben mit dabei. Ist zwar ein kleines Feld, aber es reicht ja erstmal. Und dafür zahlen wir 181.000. Viereck kaufen. So. Möchtest du das Land kaufen? Ja. Okay, wir haben unser erstes Feld und unser kleines Stück Hof, wo wir dann eben quasi unser Haus und so aufstellen könnten. Dann brauchen wir als nächstes mal einige Geräte. Zuerst brauchen wir natürlich einen Traktor. Ich habe mit diesem Fendt hier ganz gute Erfahrungen gemacht. Das ist von den günstigen her eigentlich so mein Favorit bis jetzt. Da lassen wir alles erstmal auf den Standardeinstellungen, was die Reifen und so angeht. Ja, okay. Dann brauchen wir als nächstes einen kleinen Anhänger. Dann nehme ich hier den günstigsten. Der hat eine Kapazität von 4000 Liter und man kann es aber hier erweitern auf 8000. Und das mache ich mal für 2000 Euro mehr. Und eine Abdeckung mache ich auch noch drauf, falls es mal regnet oder so. Okay, kaufen, ja.
Okay, was brauchen wir noch? Dann braucht man natürlich, genau, hier gibt es nämlich, einmal gibt es Pflüge und einmal gibt es Grubbe. Was genau da jetzt der Unterschied ist, habe ich ehrlich noch gesagt noch nicht so ganz rausgefunden. Ich weiß aber, dass man überwiegend grubbern muss und Pflug notwendig kann man sogar ausschalten. Also da gibt, das gibt es in den Einstellungen Pflug notwendig, ja, nein. Ob Unkraut wächst, ja, nein, das kann man alles einstellen. Und ich habe dieses Pflug notwendig, habe ich erstmal ausgemacht. Irgendwann, wenn ich dann erfahrener bin, dann kann ich es dann noch anschalten. Aber jetzt für den Anfang war mir das zu blöd, ehrlich gesagt. Deswegen brauchen wir einen Grubber, theoretisch. Aber jetzt haben wir hier nämlich bei den, wo haben wir das denn? Seetechnik. Hier Seetechnik. Da gibt es einmal diese normalen Seemaschinen, sage ich mal, wo man eben einfach, wo dann eben einfach die Samen rauskommen. Aber es gibt, wenn man jetzt eins weitergeht, haben wir hier, mit einer Sämaschine kann man Felder bestellen. Diese Sämaschine bietet zudem die Möglichkeit der Direktsaat, in Klammern kein vorheriges Grubbern oder Pflügen notwendig. Und das würde ich mir am Anfang direkt mal kaufen. Ist zwar etwas teurer, das normale hätte nur 13.000 gekostet, aber wenn man es mal zusammenzählt, wenn wir jetzt noch einen Grubber gekauft hätten, ja gut, wäre schon günstiger gewesen, 17, 18, 19, 20, dann wären wir so bei 20.000 gewesen. Aber ich würde sagen, wir investieren direkt mal die 10.000 Euro, die 10.000 Euro mehr in einen gescheiten Säer, wie nennt man das? Ja, Sämaschine, weil dann sparen wir uns eine ganze Menge Arbeit. Da ist es wirklich lästig, wenn du da 500 Mal über dasselbe Feld fahren musst und das dauert halt auch echt lang teilweise. Und ich glaube, diese Maschine kann sogar gleichzeitig auch noch Dünger aufnehmen. Das heißt, wir können. Hier ist jetzt ein Symbol mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht zu 100%, was da immer die Symbole unten bedeuten. Wenn ihr mal schaut, unten, da ist dieses Gerasensymbol und noch unten drunter, das sind die Zeichen für Dünger. Hier ist jetzt ein Zeichen für Dünger und daneben, also bei dem hier, sind zwei Zeichen für Dünger. Aber ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Aber ich glaube, den hier können wir vermutlich eh nicht nehmen, weil der wahrscheinlich mit den PS nicht passt, oder? Warte mal, ich muss mal gerade schauen, wie viel PS hat unser Traktor. Weil das ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich dachte, oh ja, da geht ja alles auf jeden Traktor, aber das stimmt gar nicht. Man muss immer schauen. Ganz unten links die erste Anzeige, die da immer steht, ist ja, wie viel Kilowatt heißt es wahrscheinlich? Oder halt, ja, weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich glaube Kilowatt, kW auf jeden Fall, wie viel kW dieser Traktor hat und wie viel PS er hat. Und der hier hat jetzt zum Beispiel, der Fendt, den wir gekauft haben, der hat 85 kW und 115 PS. Und wenn wir jetzt da was anhängen wollen, zum Beispiel eben diese Sämaschine, dann müssen wir hier immer schauen, der hier braucht einen Traktor, der mindestens 110 PS hat. Das heißt, er geht noch bei unserem Fendt. Nicht wahr? Ja, 115 hat unserer, genau. Das heißt, der geht noch. Aber der hier, der braucht einen Traktor, der 180 PS hat. Sonst kann, weil unser Traktor ist nicht stark genug, um diese Maschine überhaupt ziehen zu können. Und darauf muss man immer achten, denn da sind wir schon, wenn man im anderen Spielstand so Sachen passiert, weil ich das nicht wusste. Ich dachte, jedes Gerät ist mit jedem Traktor kompatibel und habe dann irgendwas gekauft und dann hat sich am Ende rausgestellt, ja scheiße, das geht ja gar nicht. Und deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Was haben wir denn hier? 39, das ist aber zu teuer, weil das hätte, da bräuchte man nur 108 PS. Aber 39.000 ist dann schon viel langsam. Nee, komm, wir bleiben bei dem hier. Okay, mit dem Düngen muss ich zugeben, bin ich eh noch nicht so bewandelt. Da bin ich gerade dabei, mich damit zu beschäftigen, so ein bisschen. Seither habe ich es immer gelassen. Dann bekommt man halt etwas weniger Geld für die Ernte, aber. Ja, es war mir zu kompliziert für einen Anfang. Jetzt muss ich alles so nach und nach lernen. So, das heißt, mit diesem Gerät haben wir jetzt sowohl ein Grubber als auch eine Sämaschine gekauft. Dann brauchen wir natürlich noch was zum Ernten. Und zwar wäre das hier dieser Mähdrescher. Und da würde ich sagen, nehmen wir auch erstmal einfach den günstigsten. Wobei mit dem. Wobei 5.600 Liter natürlich schon
eine Ansage sind. Guck mal, der hier, der teurer ist, hat sogar nur 4000. Boah, ich überlege gerade, ob wir gleich den gelben hier nehmen von New Holland. Und ist auch ein Ticken schneller. 160 PS. Ja, komm. Wir nehmen gleich den hier. Kaufen. Ja. Okay. Und da muss man dann jetzt auch wieder gucken, wer da mit wem kompatibel ist. Hier unten bei diesem Puzzleteil steht dann nämlich dran TX32, Heeder und Corn Champion. Und das sind die Aufsätze, die wir jetzt kaufen müssen. Maispflücker. Ach, hier, Schneidewerke unten. Genau, das ist der hier, TX32 Heeder. Kaufen. Ja. Okay, dann haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Geräte, die man so braucht für den Anfang. Was ich dann gleich noch kaufen möchte, ist ein kleiner Silo. Wo haben wir das? Hier. Den kleinen Silo hier, damit wir dann die Sachen auch gleich platzieren können. Und den möchte ich mal hier so hinstellen. Okay. Und dann können wir auch gleich die Saat kaufen. Hier haben wir Saatgut. Da nehme ich mal gleich ein paar mit. Und eventuell auch Dünger, wenn das geht. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob die Maschine das aufnehmen kann. Ach, warte mal, das hier ist das Zeichen. Welches haben wir jetzt nochmal gekauft? Weil das hier ist das Zeichen für Saat, sehe ich jetzt gerade. Und das andere ist das Zeichen, das hier ist das Zeichen für Dünger. Oh, ich glaube, dann haben wir doch die falsche Maschine gekauft. Weil es gibt nämlich Maschinen, da kannst du es gleich 2 in 1 machen. Da kannst du Dünger und Saatgut ran. Und wo laufe ich denn hin? Hier geht's, glaube ich, zum Laden. Ich muss kurz auf die Karte schauen. Genau. Ja. Zu dem Shop müssen wir jetzt laufen, denn da sind unsere ganzen Geräte. Ja, weil es gibt nämlich so Sämaschinen, da kannst du gleich die Saat und den Dünger reintun und dann macht er das gleichzeitig. Dann sparst du dir halt einen Arbeitsschritt. Aber ich glaube, die Sämaschine, die wir jetzt gekauft haben, da fehlte doch das Symbol und deswegen geht das gar nicht. Aber ist egal. Wir haben ja schon, dass wir direkt Saat machen können, also dass wir uns das Grubbern sparen und das ist ja schon mal etwas. Und das Düngern dauert eigentlich nicht so lange, weil die Düngmaschinen, die haben eine relativ große Arbeitsbreite und deswegen ist das schon in Ordnung. So. Okay. Also, das hier sind die ganzen Geräte, die wir jetzt gekauft haben. Dann würde ich sagen, wir bringen die gleich mal alle auf unsere Farm nach und nach. Wir haben jetzt natürlich noch keine sozusagen Garage, wo wir das alles reinmachen können. Aber das ist für den Anfang auch erstmal nicht ganz so wichtig. Was ich an dieser Karte übrigens sehr, sehr gut finde und sehr, sehr viel besser finde als an der amerikanischen Karte, ist, dass hier der Laden ziemlich nah an unserer Farm dran ist, weil bei der anderen Karte, da musst du ewig fahren, bis du mal diesen Laden da erreicht hast. Und das finde ich ein bisschen belastend. Also so die wichtigsten Sachen, wo man ständig hinfahren muss, sollten schon in der Nähe sein, finde ich. Deswegen ist das ganz gut. So, Delle, das stelle ich hier direkt mal an unseren Silo dran. So. Okay. Dann mit den Pfeiltasten links und rechts kann man übrigens die Maschinen switchen. Da können wir in den Zug kann man auch immer steigen. Und jetzt haben wir da unsere Maschinen. Huch, habe ich gerade gemacht. Okay. Hier bringen wir mal das vordere Ding noch an. Das Schneidwerk ankuppeln. Und dann können wir das direkt auf unsere Farm bringen. Boah, da sieht man ja überhaupt nichts, wenn man da innen drin sitzt. Und ich mag das Spiel übrigens sehr bis jetzt. Es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was die Faszination immer an solchen Simulatoren ist. Weil eigentlich
fährt man hier durch die Gegend. Das ist ja beim ETS das Gleiche. Man fährt halt durch die Gegend und macht irgendwie gar nichts. Also es ist natürlich weitaus weniger spektakulär und spannend, wie jetzt zum Beispiel so ein, was weiß ich, Call of Duty oder so. Aber ja, irgendwie, es ist natürlich auch ein bisschen entschleunigend. So, gerade wenn man vielleicht so einen stressigen Alltag hat, manchmal, wenn man dann abends sich hinsetzt und einfach noch ein bisschen Felder erntet, dann hilft das vielleicht sogar ein Stück weit, ich weiß gar nicht. So würde ich es mir vielleicht erklären. So, abkoppeln, jetzt holen wir noch die Sämaschine, die wir noch gekauft haben, genau. Ach, jetzt ärgere ich mich ehrlich gesagt doch ein bisschen, dass ich nicht die andere genommen habe mit dem, die gleichzeitig noch, die gleichzeitig noch den Dünger gleich auch noch mit drauf gemacht hat. Das wäre vielleicht doch ganz gut gewesen. Dann hätten wir uns nämlich 2 Arbeitsschritte erspart. Das Grubbern ersparen wir uns ja schon. Und dann hätten wir uns das Düngen auch noch gleich erspart. Naja. So kommt das halt immer, wenn man diese Symbole gar nicht lernt und einfach macht, ohne zu gucken, was das alles überhaupt bedeutet, was da dran steht. Naja, jetzt ist es so. Es wird schon gehen. So. Boah, ich glaube, oh, sogar geklappt. Okay. Dann füllen wir hier direkt mal mit dem Saatgut auf. Ich bin mal gespannt, ob alles reingeht. Wie viel Fassungsvermögen wir dann letztendlich haben. 1000. Okay, ich glaube, ein bisschen was wird übrig bleiben. Macht aber nichts. Ja, bisschen was übrig. 2800 Liter haben wir. Okay. Sämaschine zuklappen. Ach. Habe ich jetzt. Hä? Ich wollte eigentlich die. Aufklappen? Hä? Hä? Ich wollte eigentlich den Deckel zumachen, aber naja, dann bleibt der eben offen. Ach so, der geht automatisch zu, wenn man wegfährt. Okay. So. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Entschuldigung, wegen dem anderen. Mit dem Dünger da. Warte mal. 32.000. Da hätten wir 2.000 mehr gezahlt. Aber, stimmt, da war ja das Problem mit dem Traktor, dass der gar nicht gegangen wäre. 180 PS hätten wir da gebraucht. Das heißt, wir hätten einen viel teureren Traktor nehmen müssen dafür. 105. Oh, da braucht man sogar einen großen dafür, weil das sind die Kompakttraktoren und da hat der teuerste, den es gibt, hat 145 PS. Und für diese andere Maschine hätte man dann einen mittelgroßen Traktor kaufen müssen. 170... 180, da hätte man den hier kaufen müssen für 110.076. Ja, wäre schon. Nee, wir haben alles richtig gemacht. Das passt schon, dass wir das nicht so gemacht haben. Okay, alles gut. Erst habe ich mich geärgert, aber jetzt, wo ich weiß, dass wir dann einen mittelgroßen Traktor hätten kaufen müssen, dann ist es schon richtig so, wie wir es gemacht haben. So.